Ja, hallo zusammen und willkommen zum Geschwätzblitz. Letzte Woche war ich leider nicht dabei, aber jetzt freue ich mich sehr, wieder mit euch zu spielen. Ein paar Eröffnungswünsche habe ich schon notiert. Gerne noch ein paar in den Chat und dann legen wir auch schon los. Ihr wisst, wie es läuft, fordert mich heraus. Diesmal, ich glaube, nicht übers Video, wenn ich es euch mal zeige. Hier fühle ich mich natürlich jetzt nicht selber sehen. Ach doch, ist schon drin, einfach hier drüber herausfordern. Ich kann mich natürlich nicht selbst herausfordern. Und dann legen wir auch schon los. Hier neues Design über Twitch. Alles klar, hat auch alles geklappt. Perfekt. Im Moment, ja, noch recht wenig Challenges. Dann klappt das mit dem Zufallsgenerator bis 10 noch. Und dann geht's los gegen Sorry Impro. Guter Name, alles klar. Okay, ich habe Weiß und ein Wunsch war erstens Springer F3 und über solche Wünsche freue ich mich natürlich sehr, weil ich diese Wünsche auf jeden Fall abarbeiten kann. Was nicht so gut klappt, wenn sehr spezielle Varianten oder sowas gewünscht werden. Aber so geht das Ganze doch ganz gut. Und Dr. Paradoxon hat die Eröffnung gleich mal aufs Brett gestellt. Ja, sehr schön. Gut, können wir so machen. Er spielt mir bisher alles nach. Das kann man so machen. Wir können jetzt übergehen in die englische Eröffnung. Und da auch die Symmetrievariante, wenn er jetzt C5 spielt. Aber Schwarz hat natürlich mehrere Möglichkeiten. Er könnte hier auch mit D6, kann ich das eigentlich ziehen? Nein, aber kann ich es markieren? Nein. Mit D6 hätte er übergehen können, noch in verschiedene andere Systeme. E5, Königsindisch zum Beispiel. Aber das hier ist sicherlich alles noch sehr normal, wenn er jetzt D5 spielt. Genau. Wie mache ich weiter? Gute Frage. Ich nehme mal raus und spiele D4. Und beim Nick hängt das Video. Gebt mir gerne Feedback, wenn es bei mehreren von euch der Fall ist. Dann schaue ich mal, ob ich daran irgendwas ändern kann. So, dieser Läufer ist natürlich nicht die Obergranate. Deswegen ziehe ich den mal nach F4, auch wenn der hier auch nicht so toll ist. Der kann immer mal attackiert werden mit Springer H5. Vielleicht gehe ich auf Springer H5 sogar zurück oder spiele Läufer G5. Ja, was sage ich zur Frauen-EM? Ach ja, Frauen-EM. Ich gucke natürlich bei Melanie am meisten zu. Sie hatte heute eine extrem schwierige Partie und hat leider verloren, dass sie, ja, sie hat die Stellung, dass sie die überhaupt so lange zusammengehalten hat mit der Zeitnot. Ich habe es selbst mit der Engine am Laufen nicht kapiert, was da überhaupt los war. Also von daher, hat gut gespielt, aber hat leider nicht gereicht. Okay, den tausche ich ab. Okay, und beim Rest läuft alles. Gut, schön. Ja, ansonsten, Frauen-EM, weiß ich nicht, gucke ich nur ab und zu mal rein. Hauptsächlich, ich gebe es zu, hauptsächlich gucke ich da nur bei den Deutschen, wie es bei denen so läuft. Und beim Rest nicht allzu sehr. Okay. Was gibt es zur Stellung zu sagen? Ich glaube, die ist ziemlich ausgeglichen. Er könnte auf F3 nehmen. Ja, hat er auch gemacht. Denn dieser Läufer ist jetzt noch nicht so toll. Ne? Seine ganzen Bauern stehen da eigentlich ziemlich solide gegen. Und die Damen tauschen möchte ich eigentlich auch nicht. Deswegen gehe ich mal zurück. Aber Dame B3 hatte auch den Sinn, Springer E5 vorzubereiten. Und naja. Frage ist, ob ich jetzt B4 spielen kann. Dame B4, Turm B1. Gefolgt von Turm schlägt B7. Aber ich glaube, das bringt mir nicht allzu viel. Also mache ich erstmal Springer A4. Vielleicht gehe ich nach C5. Und spiele A3, B4. So einen kleinen Minoritätsangriff. Und mal gucken, was dann noch geht. Ja, mache ich mal B4. Gucken wir mal, wie weit ich komme. Wenn er den jetzt nimmt, was er machen kann, hat er diesen leicht rückständigen B7. Wie schlimm das ist, weiß ich nicht. Eher nicht so schlimm, aber es ist schon mal eine Kleinigkeit vielleicht.
kann mich jetzt mit allem, was ich habe, auf die B-Linie stellen und er muss da dann erstmal passiv verteidigen. Und ist okay für die erste Partie, würde ich mal sagen. So, einmal die Frage in den Chat. Wer von euch spielt denn das Grenke Chess Open mit? Das würde ich natürlich auch gerne wissen. Ja, Thomas, mal wieder ein deutscher Livestream. Natürlich. So nehme ich den weg. Den lasse ich einfach stehen. Hä? Wollen wir doch mal gucken, wie er sich hier verteidigt. Ja, jetzt gibt es schon viele nette Möglichkeiten. Er wird wahrscheinlich Turm E7 spielen, genau. Und jetzt sieht mir Läufer schlägt E4 auch schon sehr interessant aus. Ja, ich glaube, der ist auch gut. Ich muss natürlich den Druck erhöhen, aber das funktioniert ja wahrscheinlich mit Turm B6. Und ja, weiß nicht, jetzt ist es wahrscheinlich gar nicht so einfach für ihn, irgendwie vernünftig weiterzuspielen. Ich mache jetzt Druck auf seine Bauern und gucken wir mal. Na, ah, Fabi spielt mit beim Grenke. Vielleicht, ja, vielleicht spielen wir gegeneinander. Ja, ich weiß jetzt auch, wer du bist, Fabi. Wir haben uns nämlich beim Mannschaftskampf gesehen. Ich habe auch mal bei deiner Partie zugeschaut. Schade, dass du die Runde am Samstag nicht gewonnen hast. Das sah ziemlich gut aus. So, was ist sonst noch? Ganz schön viel hier mit Chat und so, aber das war natürlich meine Idee. Hier Turm schlägt A6. Das ist das Problem in seiner Stellung. Das konnte auch nicht wirklich verhindern. A5, naja, dann gehe ich immer hoch und greife den Bauer an. Ich glaube, das ist auch ziemlich schlecht. Ah, und viele fragen, wo ist die andere Lubbe? Ja, die ist bei der Frauen-EM in Antalya. Die lässt sich da brutzeln. Naja, nicht ganz. Aber sie hat schönes Wetter und war auch schon mal schwimmen, wie ich gesehen habe. Ich verfolge es auch nur auf allen Kanälen. Läuft schachlich leider noch nicht so gut, aber sind ja noch einige Runden. Und naja, die Stellung läuft zumindest schachlich ganz gut. Schicke ich nochmal den A-Bauern. Mal gucken, was er so dagegen machen will, dass der gleich auf A6 auftaucht. Und damit C8. Ja. Sieht eigentlich ganz gut aus hier. Ja. Ja, das ist nämlich so ein Ding. Und das ist auch der Grund, die Frage gerade, warum letzte Woche Sonntag kein Geschwätzblitz war. War auch der Grund, warum ich am Sonntag nicht gespielt habe. Ich bin ja gerade Referendar und hatte eine Referendarsfahrt und musste deswegen am letzten Sonntag leider passen. Jetzt muss ich auch mal ein bisschen spielen. Und deswegen haben sich die meisten Gegner aus Erfurt auch falsch vorbereitet. Ja, das tut mir natürlich leid. Danke für die Partie, sorry Impro. Aber an der Stelle auch nochmal, erzähle ich es euch auch gerne nochmal. Unsere Mannschaft ist aufgestiegen in die zweite Bundesliga mit einer sehr, sehr schönen Saison. Also mit einer tollen Mannschaftsleistung, konnten alles gewinnen. Und ja, noch einmal kurz zum wichtigsten Punkt dieser Partie. Ich denke, dieses Schlagen auf C5. Jetzt hat Schwarz Probleme, denn nach der Verdopplung hier hat er auf jeden Fall ein Problem mit seinen Bauern. Ich komme immer rein mit Turm B6, wenn der Turm auf E7 steht. Vielleicht denkbar wäre es noch über A7 und E7 zu decken, damit diese Motive mit Turm B6, Turm schlägt A6, nicht funktionieren. Aber das ist so ein bisschen merkwürdig. Deswegen. Okay. Wer nicht statt Dame schlägt B7, Dame G8? Bestimmt. Bestimmt. Ja, das wäre bestimmt gegangen. König E7 schlagen. Mit dem Turm nehmen wäre noch einfacher gewesen, aber ich muss mich auch erstmal dran gewöhnen, dieses Multitasking mit dem Chat. Das ist zu zweit deutlich einfacher, aber im Moment kriegen wir es gerade noch so hin. Okay, dann jetzt gegen die drei von unten, auf geht's. Und das ist vom Bild her, ich glaube, der Top-Schachspieler gewesen.
Ja. Alles klar, dann legen wir los. Eröffnungswunsch mit Schwarz ist bisher nur Französisch reingekommen. Das kann sich gerne noch ändern. Also meinetwegen auch gerne, weil Französisch ist nichts, was ich gerne spiele. Und Französisch Abtausch ist natürlich, da schlafen mir die Füße ein. Ich weiß auch gar nicht, wie man hier jetzt was rausholt. Ich spiele einfach mal Züge und hoffe, dass er vielleicht was einstellt irgendwann. Wir werden sehen, wie berechtigt das ist. Okay, wir haben noch erstens Springer C6 mit Schwarz und Karo kann. Also eure Wünsche heute, ihr wünscht euch auch nur das, was ich überhaupt nicht kann, ne? So, der Läufer gehört wahrscheinlich hier hin. Aber auch hier kann man völlig zu Recht sagen, Top-Schachspieler hat H3 eingeschoben und spielt mir jetzt alles nach. Da wird er so schnell nicht in Nachteil geraten, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber mal gucken. Zumindest kann ich versuchen, auf der Uhr ein bisschen Fortschritte zu machen. Und jetzt wünscht sich jemand Benoni. Danke, Rafiki. Das ist eine ganz hervorragende Wahl. Benoni ist eine wunderbare Eröffnung, um ein bisschen schärfer zu spielen. Okay, jetzt haben wir doch eine kleine Asymmetrie drin in der Figurenaufstellung. Das reicht doch schon, um was rauszuholen. Der Springer auf C3. Im Moment ist er recht neutral, ob der gut ist oder schlecht ist. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, aber ich werde einfach für mich davon ausgehen, dass der Springer auf C3 ganz furchtbar schlecht steht. Und dann ist man schon mal motivierter und ja. Und gibt Vollgas. Okay, Springer E2 geht nach F4, dann steht er da vielleicht nicht ganz so schlecht, aber gehe ich mal nach E4 rein, er geht nach F4. Soll er meinen Läufer bekommen? So, jetzt haben wir da noch ein paar Wünsche. Ich schreibe es mal auf. Bogo indisch, nimm zu indisch. Hat er schon gezogen? Ja, ich will mal ein bisschen beeilen. Okay, geht nach D2, den Gefallen hier abzutauschen, und den will ich ihm natürlich nicht tun, wenn er sich da so mit dem Springer passiv hinstellt. Hier könnte man auch tatsächlich überlegen, mit dem F-Bauern zu nehmen, aber das Feld E6 gefällt mir dann nicht ganz so gut. Okay, aber den nehme ich doch weg. Dann haben wir jetzt nochmal ein kleines Ungleichgewicht in der Bauernstruktur. Er hat da den isolierten Doppelbauern. Das verspricht auch einen kleinen Vorteil hier für mich. Vergiss das Damengambit nicht. Ja, das habt ihr auch geschrieben. Aber Damengambit Abtausch hieß es da, glaube ich. Also angenommenes Damengambit, frage ich an der Stelle nochmal nach. Alles klar, dann will ich mich jetzt mal wieder auf die Partie konzentrieren und so. Ja, so in Anbetracht der wirklich alten Banter-Sessions mal versuchen, wieder ein bisschen die Stellung zu kommentieren. Das geht manchmal ein bisschen unter bei dem beim Chat bzw. bei der Kommunikation mit der Community, was mir auch sehr viel Spaß macht. Aber ich versuche mal hier herauszuarbeiten, was in der Stellung los ist. Okay, E3 hängt ganz konkret. Meine Figuren sind etwas besser als seine. Seine verteidigen aber recht solide den schwachen Punkt D4. Was ich noch machen kann und was ich demnächst wahrscheinlich auch machen werde, ist diesen Springer von D7 noch ins Spiel bringen. Denn wenn wir jetzt im Moment gucken, welche Figuren von mir noch nicht optimal mitspielen, dann der Springerläufer ist super, Turm auf E8. Der Turm auf A8 hat jetzt gerade auch kein anderes Feld. Dame B6 greift D4. B3 an, das heißt, die einzige Figur, die gerne noch eine Aufgabe hätte, wäre der Springer D7. Und da bietet es sich, denke ich, an in der Stellung, vielleicht über F8 nach E6 zu gehen und den Druck auf den Bauern D4 zu erhöhen. Ja, so wie Dr. Paradoxon das auch gerade vorgeschlagen hat. Und ob Turm A2
Jetzt so viel hilft, glaube ich, nicht. Dann werde ich diesen Bauern auch erstmal nehmen. Was man hat, das hat man. Und die Probleme auf D4 werden danach nicht nachlassen. Eher noch schlimmer, weil er keinen der Springer mehr wegziehen kann. Ohne den Bauern auf D4 zu verlieren. Genau, Fabi. Ich spiele in Karlsruhe mit. Melanie ist ja in Antalya. Aber ich werde mitspielen. Ja. A5, auch noch ein netter positioneller Vorschlag vom Doktor. Den ich hier wahrscheinlich gerade nicht brauchen werde. Denn jetzt hängt auch noch der D4, den ich mal zuerst eben nehme. Ja. Nehmen. Ja. Jetzt muss ich nur einmal kurz. Er hat nicht viele Drohungen, aber die er hat, sollte ich einmal ein bisschen genauer betrachten. Dame E7 war recht lästig und auch der Grund, warum ich nicht G6 gespielt habe, weil auf Dame E7 hängt der D7, es droht Springer G5 und das ist so das Einzige eigentlich, was ich verhindern muss, dass er jetzt noch irgendein, sag ich jetzt mal, lästiges, nerviges Gegenspiel bekommt. Aber nach G6 ist es, glaube ich, überschaubar, sein Gegenspiel. Jetzt Springer H5, Springer F5 habe ich rausgenommen. Und ja, das sind dann immer noch die Stellungen, die muss man verwerten. Das ist ein bisschen Arbeit, aber im Prinzip recht sichere Stellung, würde ich mal sagen. Was ich dann ganz gerne mache, ist auch erstmal nicht wirklich passiv spielen, aber erstmal meine Stellung insoweit konsolidieren, dass er da keine unnötigen Angriffschancen mehr bekommt. So, D4. Ja. Also im Zweifel, ne? Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, den nehme ich auch noch mit. Warum auch nicht? Okay, aber je mehr wir abtauschen, desto weniger Angriffspotenzial hat er auch. Also bin ich hier recht guter Dinge. Wäre nicht statt Turm schlägt E1, Turm AE8 schlauer oder einfacher gewesen? Ja, Fabi, da habe ich drüber nachgedacht. Das Problem ist vielleicht, dass er dann Turm E7. Das Problem ist, dass er dann vielleicht Springer F5 gehabt hätte nach dem Schlagen auf E3, aber wir können es uns gleich nochmal anschauen. So, und im Zweifel ganz weit zurück. Naja, gut. Oder Turm E. Turm F8 ist, glaube ich, auch safe. Sollte mir gerade bei 10 Sekunden auf seiner Uhr nicht mehr viel passieren. Und das ist halt das Problem, wenn man Material weniger hat, dass irgendwann der Gegner seine Expansion hier starten wird, also so wie ich das gerade mache. Und man kann halt nie wirklich abtauschen, wenn man was weniger hat. Ja. Und nun, weiß nicht, irgendein Zug. Alles klar. Danke für die Partie, Top-Schachspieler. Und wir gehen einmal noch zu einer kritischen Stelle, wo wir hier eine Frage hatten, nämlich an der Stelle, ob Turm E8 besser gewesen wäre. Ja, ich dachte, er nimmt raus. Und gut, auf Turm E3 sowieso, Springer F5 ist vielleicht etwas lästig. Ne? Und wenn ich mit einem Läufer nehme, dann sieht das auch irgendwie nicht ganz so stimmig aus. Turm E2 vielleicht eine Fesselung, Springer F5 droht. Gut, ich kann es mit D4 verstärken, aber ich dachte, im Endeffekt wäre es leichter, wenn ich es andersrum spiele. In Gefahr war ich da, glaube ich, auch nicht mehr. So, dann gucke ich einmal ein bisschen in den Chat und dann geht es weiter. Spiele ich das Magdeburger Open mit, 10. bis 13. Oktober, ist bisher noch nicht geplant, aber jetzt habe ich das so halb auf dem Schirm, obwohl ich das am Ende der Show bestimmt wieder vergessen habe.
Aber im Rahmen meiner Turnierplanung, wenn ich noch ein paar Turniere raussuche, dann schaue ich sowieso querbeet und dann schauen wir mal. Sehr gute Erfahrung gemacht übrigens, also zumindest was das Turnier angeht. Ich habe einmal mitgespielt in Magdeburg und konnte das Turnier gewinnen. War, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren. Und konnte glücklich vor Falko Bindrich landen, der ja einfach vor mir was abgegeben hat und dann haben wir gar nicht mehr gegeneinander gespielt. So, Französisch ist abgehakt und Jano, was spielst du? E4, dann werden wir mal hier ersten Springer C6 spielen. Und das so spielen wie, wer war's? Ich glaube Nimzowitsch. Wie Nimzowitsch das empfohlen hat. So, ich weiß nur nicht mehr, was er auf E5 empfohlen hat. Keine Ahnung. Wahrscheinlich Läufer F5, aber ich bin mir sicher, es gibt hier gruselige Varianten mit G4 oder so. Da hätte es gegeben, wer weiß. G4, H4 oder sowas. Aber auch jetzt muss ich natürlich zusehen, wie ich meine Figuren hier entwickelt bekomme. F6 wird mir an der Stelle mal zugeflüstert. Ja, naja. Springer H4 ist irgendwie sowas, was mir nicht hundertprozentig dabei gefällt, aber ja gut, jetzt geht's einigermaßen. Ich stelle mich mal einfach auf. Ich denke mal, an der Stelle hilft es auch, wenn man so Franzose mit Springer C6 spielt oder weiß, wie man die Stellungen zu behandeln hat. Ja, obwohl ich denke, dass diese Stellung völlig okay ist. Springer E4 wäre vielleicht ein bisschen präziser gewesen statt der Rochade, aber man möchte seine Figuren ja möglichst schnell entwickeln und irgendwie schreit das nach Springer B4. Ja, der Punkt C2 ist etwas wund und ihr kennt mich im Blitzen billige Tricks immer. Wenn eine Taktik geht, dann versuche ich's. Und Springer B4 sieht mir hier nach einer schönen Taktik aus, auch wenn sie effektiv vielleicht gar nichts gewinnt. Wenn er Läufer D3 macht, ja, naja, kann ich rausnehmen. Er nimmt den E6, dann habe ich zumindest mal die bessere Struktur. Vielleicht geht noch ein bisschen mehr, aber da müsste ich jetzt auch mal meinen Grips einschalten, wie man hier mehr rausholen kann. Naja, das sieht schon ziemlich gut aus. Springer D3, gefolgt von Springer G4 gefällt mir gut. Ne? So alias billige Tricks. Einfach mal alles angreifen, was geht. Wie wäre es mal mit den Dortmunder Schachtagen? Ja, ich war ja letztes Jahr da, aber nur zu Besuch. Melanie hat kommentiert und ja, ich habe mir das Ganze angeguckt. So, jetzt müssen wir aber einmal kurz Augen nach vorne. Ich habe so das, naja, ungute Gefühl nicht. Ich habe das gute Gefühl, dass hier eine Taktik geht. Und zwar wegen den Punkten F2, H2, dem Turm und der Dame, die schnell nachrücken kann. Das sieht mir sehr gefährlich aus für ihn. Okay, sagen wir mal, ich nehme auf H2. Er schlägt zurück, Läufer schlägt, König schlägt noch ein Schachgebot, König zieht runter, Springer F2, Turm F2, Dame F2, Turmschwenk. Ja, auch nett sieht es eigentlich aus. Auf Springer H2 vielleicht erst auf F2 zu nehmen, obwohl ich nicht weiß, ob es einen Unterschied macht. Naja, das ist das, was Fabi gerade vorschlägt, aber er macht Dame B3. Glaube ich nicht, dass das so gut funktioniert, aus mehreren Gründen. Unter anderem, und da mache ich es mir jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen einfach, spiele ich einfach mal Springer F4. Hab mindestens mal einen Bauern gewonnen. Auf F3 möchte ich nicht nehmen, weil dann entwickle ich ihn nur. Deswegen ziehe ich erstmal zurück und wahrscheinlich den anderen Springer gleich auch. Und dann gucke ich mal, wie er sich weiterentwickelt. Ich denke mal, mein Angriff ist noch nicht ganz vorbei. Naja, dafür. Ich habe auch nicht so richtig einen Bauern gewonnen, weil der B7 natürlich noch hängt, aber naja. Ja, Falco war mal gesperrt, aber die Sperre wurde aufgehoben. Weil es zu dem Zeitpunkt, wo er gesperrt wurde, wohl noch gar keine. Ui, was ist denn das?
gar keine, sag ich jetzt mal, Ermächtigung gab für Schiedsrichter zu sperren, wenn jemand sein Handy nicht vorzeigen möchte. Springer E4 sieht nicht so verkehrt aus, muss ich gestehen. Ich werde Läufer E7 machen. Hat zumindest, also das ist der Nachteil von Springer E4. Er kann sich auf B7 jetzt nicht mehr bedienen, weil er die Dame auf der Diagonale braucht. Wenn er hier schlagen sollte, dann nehme ich natürlich zurück. Und ja, so ganz vorbei ist es, glaube ich, noch nicht mit Taktiken gegen seinen König. Wunde Punkte. Mal gucken, ob ich da noch was rausholen kann. Also hat er nicht betrogen. Das ist tatsächlich nicht so klar. Was wohl klar war, ist, dass er ein Handy dabei hatte und dass er das nicht vorgezeigt hat. Das ist das, was feststeht. Ja. Okay, B6 wollte ich erst machen, um den zu decken, aber ganz dumme Idee. Turm E7, gefolgt von Dame D5. Also muss ich mir was Besseres einfallen lassen. Turm B8 sieht nicht so verkehrt aus. Ja, dann mache ich den nochmal. Aber ich habe gerade, ich weiß nicht, ob ihr das kennt und nachvollziehen könnt, wenn man das Gefühl hat, man könnte gleich was einstellen. Boah, das ist alles nicht so einfach, ne? Aber so langsam muss ich mal zu Potte kommen, habe ich das Gefühl. Den Turm werde ich nach F7 ziehen, das geht noch alles. Ich möchte jetzt noch nicht Läufer F8 spielen, wegen Turm E8 nehmen, Dame B7. Dann werden da meine Bauern alle ein bisschen schwach. Demnächst werde ich das aber wahrscheinlich machen, wenn nicht sogar Läufer D6. Das sieht noch ein bisschen stärker aus. Versuche ich nochmal auf die Springer hier zu gehen, die im Moment ja, ziemlich gut aussehen eigentlich. H6, Dame G6 ist etwas lästig. Also wahrscheinlich erstmal. Oh, das geht ja gar nicht auf. Läufer D6. Zack, 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 Springer G5. Eieiei. Er macht es mir aber hier auch nicht einfach. Das ist ja furchtbar. Ich weiß aber auch nicht, was er droht. Also ziehe ich mal einfach irgendwas. Eieiei, ich muss mich etwas beeilen. Okay, jetzt sehe ich, was er droht. Springer F5, ist das wirklich eine Drohung? Ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt mache ich mal Läufer F8. Turm E8 ist jetzt nicht mehr so schlimm. Dame D7 wäre, glaube ich, ganz vernünftig gewesen, aber habe ich verpasst. Obwohl, dann ist Springer G5 möglich. Also vielleicht doch so einfach ein Abwartezug. Und dann mal gucken, was er jetzt macht. Ist nicht ganz so einfach für ihn. Okay, den werde ich nehmen müssen. Da habe ich keine große Wahl. Aber zumindest kann er jetzt nicht Springer G5 spielen. Das ist schon mal ein netter Unterschied zur Stellung eben, wo er den gehabt hätte, denn Turm E1 kommt noch Springer F1. In der Regel zwei Türme besser als eine Dame, aber in dieser ganz konkreten Stellung kommen meine Türme noch nicht so sehr zur Geltung. Also werde ich wahrscheinlich mehrschrittig vorgehen müssen, mich erstmal konsolidieren und dann schauen, wie es weitergeht. Und G6 ist, denke ich, ein guter Verteidigungszug, damit ich dann auch meinen Turm bewegen kann. Springer G5 nicht mehr fürchten muss, den Läufer nach G7 bekomme. Und hier, denke ich, sollte ich doch recht passablen Vorteil haben. Der aber jetzt vielleicht auch nicht super einfach umzumünzen ist. Na, mal gucken, ob ich hier aktiv voranschreiten kann. Das ist alles nicht so einfach. Erstmal decken. Der ist immer noch angegriffen. Kann er natürlich auch decken. G6
Ganz ehrlich, ich weiß es nicht genau. Wer hier warum besser steht? Jetzt stehe ich wahrscheinlich besser, aber. Jetzt muss ich einfach ein paar Pre-Moves machen, das fällt mir natürlich ein bisschen einfacher mit einer Dame mehr, beziehungsweise zwei Türme. Aber ganz schön knapp. Jano, hast mir das Leben echt schwer gemacht, nachdem ich eigentlich ziemlich früh extrem gut stand. Ja, kritische Stellung der Partie, wahrscheinlich ein bisschen früher, je nach Springer schlägt H2. Vielleicht hätte ich nach Dame B3 sorgsamer sein müssen, aber an Springer F4 sehe ich jetzt erstmal nicht, was daran falsch sein kann. Und auf Turm B1. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist die Stellung nicht so einfach, wie ich es ursprünglich gedacht habe. Auf jeden Fall hat er das super weitergespielt und mich ziemlich unter Druck gesetzt. Aber zum Glück konnte ich die Partie noch gewinnen und gehe damit freudig in die nächste Runde. Und das wird sein gegen die Nummer 6 von oben. Jetzt möchte ich nochmal, ich zähle gerade unfassbar schlecht, aber das müsste Fidelev sein. Okay, lass uns loslegen. Zum Glück habe ich hier immer Schwarz, denn es sind noch einige Wünsche von euch offen. Zum Beispiel Karo Kann. Ein Wunsch, den ich nur äußerst ungern erfülle, weil ich kein Karo Kann-Spieler bin und das wirklich nie gespielt habe, nie verstanden habe. Aber ich werde trotzdem mein Bestes geben, das hier sehr kompetent zu kommentieren. C4 geht auf den D5, bietet natürlich an, dass er hier später einmal mit einem isolierten Bauern dastehen wird, was er sich aber durchaus leisten kann. Die Frage ist, welchen vernünftigen Zug ich jetzt einstreuen sollte. Läufer G4 ist natürlich wegen Dame B3 immer eine etwas gefährliche Sache. Deswegen werde ich das mal lassen und erstmal ruhiger spielen. Mit E6, ich sperre natürlich nicht so so gerne mal Läufer auf C8 ein, aber es hilft ja nichts. Ja, es ist natürlich ganz typisch, dass ich warte, bis er Läufer D3 spielt und erst dann nehme ich auf C4. Das kostet ihn einfach einen Zug mehr, als wenn ich das vorher mache. Ja, und wenn man nicht so wirklich weiß, was man macht, dann stelle ich mich jetzt erstmal so auf, das ist der isolierte Bauer, also das Ziel Nummer 1, das Feld davor zu kontrollieren. Das Feld D5. Und das werde ich jetzt einfach mal versuchen. Und mal gucken, wie weit ich bei dem Versuch komme. Er kann jetzt vielleicht auch alles abtauschen. Ich weiß nicht genau. Ja, das sieht tatsächlich nicht verkehrt aus, was er da macht. Und ich werde jetzt mal. Werde ich oder werde ich nicht? Ich werde mich erstmal entwickeln. Ich wollte erst die Gunst der Stunde nutzen, Springer E4 noch ein bisschen Material runternehmen. Oha, was ist das? Droht da den Einschlag? Ich hoffe mal nicht, oder? Na, solange ich meinen Läufer nicht ziehe, droht das auf keinen Fall. Und davor. Ich würde mal sagen, so lala, ne? Läufer E6, FE6, Dame E6, König A8, Springer F7, Turm F7, Dame F7. Ja, doch, sieht schon unangenehm aus. Also mit Läufer B7 werde ich mich dezent zurückhalten müssen. Das bedeutet für mich, ich muss gleich vernünftige Abwartezüge finden. Ist nicht so klar, was hier ein vernünftiger Abwartezug ist. Vielleicht H6, das gibt mir nach dem Schlagen auf E6 auch die Möglichkeit, König H7 zu spielen, auch wenn er dann Dame F5 Schach hat. Gut, das Ganze erübrigt sich natürlich, wenn er Läufer D3 spielt. Denn jetzt kann er nicht mehr auf E6 opfern. Stattdessen spielt er das so, okay, ja. Auch nicht so dumm.
Aber Springer H5 sieht eigentlich ganz gut aus. Hat er irgendwelche Abzüge? Springer G6, zack, zack, wäre nur ein Abtausch. Irgendwas gewinnen. Springer D7 sowieso nicht. Springer G6, ja. Ist vielleicht nicht nötig, das zu spielen, aber ich versuch's mal mit Springer H5 und mal gucken, was sich dabei ergibt. Generell muss man ja sagen, gegen die hängenden Bauern sowie gegen Isolani Abtausch immer erstmal gut. Also vom Grundsatz her, das kann hier ein bisschen anders sein, weil ich ihn natürlich auch nicht zu einfach ins Endspiel lassen will. Ich würde gerne im Mittelspiel noch ein bisschen was erreichen, aber okay, hilft ja nichts, ne? Ich denke, dass ich trotzdem nach dem Abtausch, wenn er Springer G6 spielt, einen kleinen, aber recht soliden Vorteil habe. Und Rafiki merkt richtig an, ich bin hier auf dem Weg zur 2-9. Ja, das ist wahr. Obwohl ich das Rating gar nicht immer so auf dem Schirm habe, das ist auch gar nicht so. Wenn ich das zu sehr auf dem Schirm hätte, dann hätten wir hier, glaube ich, auch weniger Spaß. Weil schon was anderes, wenn man es wirklich mit allen Mitteln versucht. Geht doch, oder? Läufer F6, Dame C2, G6. Oh, das. Jetzt habe ich. Ich habe gerade schon wieder auf G6 geklickt. Das passiert mir manchmal. Ihr habt das in der letzten Show, glaube ich, auch mal gesehen, dass ich dann Züge gemacht habe, die ich überhaupt nicht ausführen wollte. Ist natürlich gruselig. Aber diesmal habe ich noch Glück gehabt, weil ich da keine Figur hinstellen konnte. Springer G6, FG6, Dame G6, Dame G7 sollte safe sein. Sage ich. Und in dem Moment spielt er es. Gucken wir mal, ob er mehr gesehen hat als ich. Aber im Moment sind es nur zwei Bauern. Klar, noch ein bisschen Angriff, aber das sollte sich eigentlich im Rahmen halten. Ja, obwohl ich zugeben muss, es einfach ist es natürlich nicht, das hier zu verwerten. Aber ja, aber was eigentlich, ne? Es ist nicht einfach, das zu verwerten, Punkt. Das wäre etwas forsch, aber ich glaube, E5 ist irgendwie noch so das Richtige, um die Stellung etwas zu öffnen für meine Läufer. Ich muss halt immer das Feld H7 irgendwie kontrolliert halten, wenn er mir hier drauf kommt, aber das sollte eigentlich gelingen. Sehe ich jetzt nicht, wie er mich da irgendwie wegbekommt mit der Dame, von daher sollte es passen. So, jetzt haben wir schon wieder so eine Situation. Ich habe einfach irgendeine Figur ausgewählt, diesmal die Dame. E4 könnte ein bisschen Material abtauschen. Ist das gut? Ich denke, das macht es etwas einfacher für mich, ja. Vielleicht, wer weiß, bin ich gleich auch derjenige, der mal so ein klein bisschen angreift, den Punkt F2. Werden wir sehen. Und bei Tyent sagt, Firefox zeigt das Video nicht an, oder es sollte eigentlich aber klappen. Ich meine, die meisten sind hier mit Firefox unterwegs. Ich weiß nicht, ob du vielleicht das Video, ach, es bringt ja auch gar nichts, ihm das zu sagen, kriegt er eh nicht mit. Aber wir haben immer nette Leute im Chat, die das Ganze nett kommentieren und hilfreich zur Seite stehen. Sagt man das so, hilfreich zur Seite stehen? Naja, ne? Weiß ich nicht genau. Dame F6 bringt mich erstmal nicht so viel weiter. Genau, wegen Dame D7, aber dann dachte ich, gehe ich mal zurück. Wir schaukeln einmal hin und her und dann machen wir weiter. Ja, also ich gebe zu, so gänzlich ausgestanden ist das noch nicht. Hm.
Und ich muss natürlich aufpassen, dass ich hier nicht ganz grandiose Sachen übersehe. Genau, sowas wie das Matt wieder. Muss ich zurück oder was? Vielleicht kann ich auch Turm F7 spielen. Ich weiß gar nicht warum. Der bringt mich eigentlich gar nicht groß weiter. Ach ja. Ja, ihr seht, es ist nicht immer ganz einfach. Man hat eine gute Stellung oder eine Gewinnstellung vielleicht auch manchmal. Aber man muss das Ganze noch verwerten. Jetzt habe ich es, glaube ich, ein bisschen einfacher. Nehmen wir mal erstmal raus. Oh ja, gut, das hatte ich jetzt nicht erwartet, aber... Jetzt denke ich doch, ist ein Angriff weitestgehend vorbei. Oh Gott, wenig Zeit, wenig Zeit. Na gut. Puh. Ja, dieses Flaggen am Ende, das geht immer nur gut, wenn man gerade so im Flow ist und wenn man in letzter Zeit viel gespielt hat. Deswegen, man merkt, ich habe länger nicht gespielt und dann wird man immer ein bisschen nervös, oder ich zumindest, und spielt sensationellen Blödsinn. Ich muss aber dem Chat völlig zustimmen, gerade Fabi. Die Stellung war ziemlich zäh für eine Minusfigur und Fidelev hat auch ganz schön noch Rabatz gemacht und sich gewehrt mit der Minusfigur bis zum bitteren Ende. Zum Glück war die Stellung irgendwann deutlich einfacher für mich zu spielen. Aber selbst mit dem Turm weniger, vielleicht auch eine schlaue Entscheidung gewesen von ihm, ging es ja noch. Und Fabi sagt, König G8 wäre es noch gewesen. Ja, an irgendeiner Stelle hätte das verloren, ne? Ich weiß aber nicht an welcher. Ach, keine Ahnung. Ich hätte hier vielleicht einfach Dame D5 spielen sollen. Das hätte das Ganze deutlich erleichtert. Aber hätte, könnte, wenn ich das noch auf dem Schirm hätte, mit so wenig Zeit und nicht nervös werden würde, dann hätte ich wahrscheinlich auch noch ein paar mehr Pünktchen als das hier. Aber sei es drum. Machen wir mal weiter. Nette Partie auf jeden Fall und ich bedanke mich dafür. So, gegen die 9 von unten. Und das ist der Clasher. Und ich habe mal Weiß und ein Wunsch ist noch offen, nämlich das schottische 4-Springer-Spiel. Ich weiß zumindest mal, was es ist. Dafür müsste er natürlich erstmal E5 spielen. Und auch wenn mich manche für Eröffnungsexperten halten, ich weiß, das ist die Minderheit, die das tut, völlig zu Recht. Ja, so viel Ahnung von Eröffnung habe ich nicht und ich tatsächlich empfehle es auch niemandem, allzu viel Ahnung von Eröffnung zu haben. Denn bis zu einem ganz späten Niveau sollte man sein Training anders investieren. Das ist auf jeden Fall das schottische 4-Springer-Spiel. Weil man erst die Springer rausstellt und dann D4 spielt, kann man spielen, weiß ich nicht, ist, denke ich, sehr nah am Ausgleich und nicht so attraktiv, finde ich, für Weiß und für Schwarz. Na, eher für Weiß unattraktiv, das ist eigentlich sehr angenehm für Schwarz. Habe ich was übersehen, Läufer G4, was ist das für ein Trick? Ich dachte CD, Rochade, Läufer G5 wäre so der Standard. Ich bin mal so frei, ne, und greife den mal an. Und er zockt hier direkt irgendein Gambit. Alles klar. Aber wenn man einen Schach sieht, dann sollte man das auf jeden Fall geben. Und deswegen mache ich das jetzt auch. Ja, ich glaube da nicht so wirklich dran an Läufer G4. Vielleicht klärt mich gerne auf im Chat. Ja, Fabi sagt, dazu hat Jan vor kurzem eine neue Videoserie gemacht. Alles klar, muss ich mir mal angucken. Dann, Fabi, dann hau mal raus. Was ist Läufer G4? Aha, eigentlich spielt man erst Rochade und dann Läufer G4.
Okay, weil auf Rochade droht Turm E8 Schach. Also in dieser Stellung Rochade. Rochade, weil DC kommt Turm E8, sieht gefährlich aus. Okay, ich verstehe. Jetzt habe ich alles hier gecrashed. Ich gehe mal zurück und jetzt spielen wir nochmal weiter. Ja, also ich habe hier einen Bauern mehr, würde ich es mal verbuchen. Zwei Bauern mehr wären ein bisschen hochgestapelt. Aber ein solider Mehrbauer ist es. Und ich denke, das lässt sich hier nicht so rechtfertigen. Ah, Läufer G4 wird von Jan empfohlen. Okay, aber erst noch Rochade wird Läufer G4 empfohlen. So habe ich euch jetzt, glaube ich, richtig verstanden. Interessant, werde ich mir angucken müssen. Und hier. Ja, möchte ich die Läufer runternehmen oder nicht? Nee, ich lasse mal so viel drauf, wie es geht. Mit den Läufern ist es auch ein bisschen schwieriger für ihn, König D6 und den C-Bauern abzugreifen. Kann ihn da jetzt noch ganz nett mit Läufer F4 abschneiden. Ich muss zwar zugestehen, dass ich nur einen Doppelbauern mehr habe. Hier sagen wir mal ruhig C3, C6. Ist nicht das Stärkste, was man jemals gesehen hat, aber ich denke mal, es ist okay. Ne? Mehr Bauern sind mehr Bauern. Läufer G4 geht vor Rochade. Okay, auf jeden Fall nett, dass Clasher das gespielt hat. Ich weiß jetzt nicht, was auf F3 dann besser gewesen wäre für Schwarz, als was er gemacht hat, aber da weiß ich auf jeden Fall, was ich mir in naher Zukunft angucken werde. Läufer G6, okay. Nehmen wir mal den Turm, den H2 müssen wir ihm nicht schenken. Das Nehmen auf D3 ist natürlich keine Drohung, denn das würde mir das Leben nur deutlich leichter machen. Ja, ist kein grandioser Mehrbauer, aber es sind ein paar Mehrbauern. Das kann ich ausnutzen, um meine Figuren ein bisschen besser zu stellen. Zum Beispiel den Läufer nach D4 und abtauschen würde immer meine Bauernstruktur sanieren. Deswegen denke ich, stehe ich hier ziemlich gut. Auch wenn es nicht so einfach ist. Ja, ich denke, A4 ist ein guter Zug. Der ist sehr, sehr schwer angreifbar für ihn. Das Feld B5 hätte ich noch zur Verfügung, falls ich mal Läufer B5 machen möchte. Ja, mal gucken. Also diese Stellung, die würde ich ganz locker runterspielen und einfach mal gucken, was er macht. Weil, ja, die ist gut, nicht gewonnen, aber ist sehr viel einfacher für Weiß zu spielen. Wann spielt Carlsen wieder Bantablitz? Gute Frage, hoffentlich bald. Wir werden sehen. Ja, und tatsächlich, ich habe hier auch gar keine Probleme, die Türme abzutauschen. Das mache ich recht freiwillig. Also tatsächlich sieht Turm E1 gut aus, weil ich denke, dass das Endspiel schon ziemlich gut ist. Noch besser sieht aber Turm B1 aus, weil ich jetzt den A5 angreifen kann. Klar, er kann in der Zwischenzeit den C6 angreifen, aber das ist eh nur ein Bauern, den ich mehr habe. Was traue ich Vincent Keimer beim Grenke zu? Beim Grenke Classic spielt er ja diesmal mit. Ah, ich habe keine Ahnung. Aber er hat ja schon Größen geschlagen, ja. Das, also ich erinnere mich zum Beispiel dran, das war ja beim Isle of Man. Da hat er Gelfand geschlagen. Also er kann gegen die Leute mithalten. Ich denke mal so, ja, 2 bis 3,5, vielleicht 2 bis 4 Punkte. 4 Punkte wird schon extrem gut laufen, aber so 2 bis 4 Punkte kann ich mir schon vorstellen. Kann aber auch weniger sein, weil die Leute sind unfassbar stark und für ihn wohl noch eine kleine Stufe zu hoch.
So, was haben wir jetzt? Er greift den C6 an. Auf der anderen Seite Turm B8 sieht auch nett aus. Ja, dann mache ich doch erstmal den. Ja, das läuft natürlich in Läufer C4 rein. Läufer E8 wäre aber nicht angenehmer, wegen Läufer schlägt H7, gefolgt von Läufer G6. Na, ah, ihr sagt auch so zwischen 0,5 und 2,5. Nee, Mick sagt sogar, Mick, also 5 ist ein bisschen viel. 5 aus 9 gegen die Weltelite da zu holen, das glaube ich nicht, dass das passieren wird. So, erstmal danke für die Partie. Und ein guter Hinweis, sich das nochmal anzugucken. Wir können ja einfach einmal gemeinsam reingehen und sehen, ob wir es finden, ja? Das müsste ja bei Videoserien Vierspringer spielen. Und hier wahrscheinlich gehen wir mal drauf, schauen wir rein, was hier drin ist. Schottisches Vierspringerspiel, alles klar. Okay, und hier sind die ganzen Varianten dann drin. Okay, das werde ich mir auf jeden Fall demnächst mal angucken. Jetzt zocken wir erstmal eine Runde weiter. Obwohl wir auch gemeinsam jetzt die Videoserie gucken könnten. Spielen wir noch ein paar Runden. Und zwar gegen die 7. Ich habe vergessen, von wo ich zuletzt gezählt habe. Ich glaube von unten, also diesmal von oben. Und das Springer und Turm. Ich habe wieder schwarz, ein paar Wünsche sind noch offen. E4, na ja, tatsächlich gegen E4 ist nichts mehr offen. Das ist aber okay, dann kann ich auch mal irgendwie meinen Kram spielen. Einfach mal C5. Kann man immer schön Pre-Move machen, ein bisschen Zeit sparen. Und jetzt D6, E5, Sveshnikov habe ich auch lange gespielt. Was ist Läufer E3? Weiß ich nicht, habe ich vergessen. Ich mache mal einfach E5. Tatsächlich sieht mir das ein bisschen suspekt aus. Ich kann es jetzt nicht direkt widerlegen, aber G3 wirkt so ein klein bisschen anrüchig. Aber er zockt das ja hier ganz schön runter, ne? Ja, wir werden sehen, was sich dahinter verbirgt. Hinter dem Runterzocken. Jetzt werde ich aber erstmal seinen Läufer angreifen. Das habe ich mir schon fast gedacht. Läufer A7 hat die ganze Zeit an Dame A5. Ist daran gescheitert. Aber das sieht mir auch irgendwie sehr verdächtig aus. Also vielleicht sowas. Ja, wie gesagt, sehr verdächtig, aber na, so einigermaßen geht's noch, ne? D5 sieht ganz gut aus. Dame A5 war mein anderer Kandidat, aber D5 sieht auch schon ziemlich gut aus eigentlich. So, jetzt gehe ich hier hin. Das war ja die Idee. Mit dem Läufer gibt's leider kein ersticktes Matt. Aber ich war mir eigentlich ziemlich sicher, ich würde hier Material gewinnen. Ja, und das sollte auch klappen, ne? Dame C7, Turm B8, Dame B6 wäre auch nett gewesen. Natürlich hat er da Zeit, was zu machen. Dame A5 geht natürlich direkt über C5 dann dahin, Richtung ersticktes Matt, aber ich glaube, er hätte noch H3 dann spielen können, da war ich mir nicht ganz so sicher, wie es weitergeht. Na gut, jetzt weiß ich, wie es weitergeht. Die Dame nehme ich erstmal weg. Und das sollte doch jetzt... Ich habe
Eine Dame mehr, das sollte reichen. Das ist ein guter Spruch. Die stärkeren Spieler kochen auch nur mit Wasser, aber dafür mit heißem, ja. Die Leute machen einfach wenig Fehler. Das ist sehr, sehr schwierig. Tatsächlich sind die Unterschiede in den einzelnen Zügen, in den verschiedenen Spielstärken, so 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, gar nicht mal so hoch. Die unterscheiden sich wirklich nur in jedem, was weiß ich, 10., 15. Zug oder so, aber das sind Nuancen, aber am Ende kommt es genau darauf an. Nehme ich weg. Die kochen mit Champagner. Ja, irgendwas, ne? Erstmal gucken, dass man nicht noch irgendwie, was weiß ich, matt gesetzt wird, grundlinienmatt, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist. Und ja. Ja, das ist noch ein bisschen schneller. Läufer C8, Läufer G4, Dame F3. König H4, Dame G4 wollte ich erst spielen, aber das ist doch noch ein Ticken schneller. Alles klar, danke für die Partie. Und was war kritisch? Also ganz ehrlich, ich glaube schon, dass G3 schon nicht so toll ist, aber spätestens den Bauern auf B2 zu geben, halte ich für einen recht großen Fehler. Und hier steht man mit Schwarz wohl schon sehr, sehr gut. Halt, weil Läufer A7 immer daran scheitert. Ich kann es ja auch mal hier zeigen, dass ich Dame A5 habe. Greift den an. Und dann hat er ein Problem. Das ändert auch nichts daran, wenn wir schon rochiert haben. Deswegen schwierig. So, 5 von unten. Und das ist Cobra. Habe ich schon drauf geklickt? Ja. Okay, gegen E4 bin ich immer noch völlig offen. Kann ich spielen, was ich möchte. Keine Wünsche mehr. Alle erfüllt. Gegen D4 gibt es aber noch Wünsche. Angefangen mit Benoni, Bogo, nimm zu Indisch. Tja, Läufer F4. Da kann man noch ziemlich viel versuchen. Und auch jetzt, ich bin mir gar nicht sicher, wie ich es spielen möchte. Ich habe da kein allzu festes System gegen Londoner System. Londoner ist irgendwie nervig, aber da kommen wir alle nicht drum herum, ne? Mal gucken. H3, immer nicht so doof. Dann hat man immer das Rückzugsfeld für den Läufer. Das ist Sinn der Sache. Dame E7, ist das Quatsch? Ist das kein Quatsch? Weiß ich nicht. Ich kann immer noch mit G5 Läufer G7 spielen. Das tatsächlich, Cobra, dachte ich, geht überhaupt nicht. Wegen E5. Das ist dann wieder mein Fallenstellerschach, ne, mit E4 gleich. Aber ich denke, es klappt. Auf D4, D6 ist Londoner nicht so gut, aber da muss man Pirk spielen. Ich hatte ja schon Springer F6 gespielt. Weiß ich nicht, ob ich da noch reinkomme. Ich weiß nicht, E4 müsste gehen, ne?
Ja, Doktor, ich gebe dir völlig recht. Ich gebe dir recht. Und das ist eine Seuche. Obwohl ich, also ich komme nie schlecht aus der Eröffnung gegen Londoner. Also wirklich nie. Aber trotzdem nervt es irgendwie. Jetzt nimmst du auf C7. Das hätte ich aber nicht erwartet. Also das muss doch jetzt irgendwie ziemlich schnell in die Hose gehen, oder? Was mit dem? Das kann man machen, muss man aber nicht, ne? Auch interessant ist Turm C8, Läufer G3, Turm C4, Dame E6, aber er hat immer noch Springer D6 und so gewaltig ist es auch nicht. Aber ja, ich denke, Dame C5 sollte es schon sein. Gewinnt jetzt keine Figur oder so, aber ich spiele gleich Läufer E7, Turm D8, Rochade und ich habe eine Figur mehr, ne? Das sollte passen. H5, Springer G4. Wenn er nimmt, Dame H4, sah ziemlich gut aus. Dauert aber ein bisschen, oder? Ansonsten eine nette Idee. Okay, aber es gibt auch hier nicht viel an meiner Stellung auszusetzen. Tatsächlich glaube ich, dass sowas wie H5, G4, sowas, wenn ich dann, das gibt ihm vielleicht noch die größten Chancen. Also das Einfachste an so einer Stelle ist, ihr habt eine Figur mehr, ihr habt eine Gewinnstellung, entwickelt euch einfach zu Ende und dann ist Ende Gelände. Dann ist nichts mehr. Ne? Dann passiert halt nichts. Wenn wir beide noch so gegenseitig uns Harakiri angreifen, okay, habe ich auch die besseren Chancen. Ich habe ja schließlich auch eine Figur mehr, aber das kann dann auch mal schief gehen. Okay, den nehme ich weg. Dann gehe ich zurück. Ich mal nach H4. Weiß nicht, ob das irgendwie besser ist. Dame H5, Läufer E2, vielleicht unangenehm. Aber gut. Ich versuche es mal hier sehr seriös zu Ende zu bringen. Und nicht mehr so viel zu riskieren. Ja, ich meine, man kann immer rumnerven, ne? Das ist halt so die Sache. Drohung aufstellen, Punkte angreifen und da hat er noch genug Potenzial für. Deswegen versuche ich den Laden einfach mal zusammenzuhalten. Solide spielen. Ja. Okay, und das geht gar nicht. So, kleine Party im Chat jetzt oder was? 2900, hatte ich das schon mal? Weiß ich nicht. Vielleicht. Ich denke eigentlich eher schon, aber bin mir nicht so sicher. Auf jeden Fall schön, das wieder zu haben. Auch wenn ich das wahrscheinlich ziemlich schnell wieder los bin. Cobra sagt Blackout. Ja, gut, Cobra, also Dame E7, ne? Darfst du natürlich nicht rochieren. Danach hast du noch so gut rumgenervt, wie es irgendwie möglich war. Aber mit einer Figur weniger ist es natürlich schwierig. Also hier erstmal Läufer H2 nehme ich an. Sollte den Laden gut zusammenhalten. E4 ist auch eine Option. Und wie gesagt, dachte ich, mache ich vielleicht G6 oder G5, Läufer G7, lang oder kurz auch Rochade. Wir werden sehen. So, bevor wir weitermachen, was war mein Maximum, wird mich gefragt. Weiß ich nicht, aber das müsste man eigentlich sehen können, oder? Wenn ich hier auf mein Profil gehe. So, dann gehen wir auf Statistiken. Also wenn es bei Statistik nicht drin ist, dann weiß ich auch nicht. Ach du liebe Güte, viele Partien hier. Gehen wir wieder hoch. Blitz. Ja, wie ist denn mein Blitzrating? Klassisch weg, Bullet weg, Taktiktrainer weg und Blitz
Und zwar Zeitraum, ach, es geht nur ein Jahr. Ah, es kann sein, dass das schon länger her ist, obwohl. Ich weiß nicht, machen wir mal. Ach nee. Nee, ist alles nur ein Jahr. Von daher wissen wir es nicht genau, aber zumindest was das letzte Jahr angeht, habe ich einen Höchststand erreicht, was mich natürlich sehr freut. Und dann machen wir auch gleich weiter. Und wie Fabi sagt, ich stelle es dann gleich mal wieder ein. Höchstwahrscheinlich ist das so. Wir werden sehen. Erstmal geht es gegen die 3 und das ist Time to Move. Ein starker Gegner, der hier schon Lauerstellung auf meine Pünktchen. Und da die Weißwünsche abgehandelt sind, werde ich einfach mal wieder ein bisschen rumwursteln in der Eröffnung. C6, F3. Kann man alles machen, kann man auch lassen. Ihr kennt mich, nicht der seriöseste Eröffnungsspieler. So wie er das macht, kann man das auch machen. Das beeindruckt mich nicht so sehr, mir den Läufer zu spucken. Weiß ich nicht, ist vielleicht so meine persönliche Art nur, aber der fühlt sich doch hier auch ganz wohl, oder? Ja, ich denke mal, das ist nicht die Widerlegung von meinem System hier, ne? Ziemlich sicher, dass es die nicht ist. Also das sieht eigentlich, das sieht nicht gut aus für Schwarz. Ich habe das Läuferpaar. Ich habe diesen Läufer auf D6, der sehr schwer nur da rauszukriegen ist. Okay, den Bauern kannst du mir natürlich geben, aber ich glaube, das macht es nicht besser. Nee, das ist, glaube ich, nix. Wäre es besser gewesen, den Läufer von E6 herauszuspielen? Vielleicht ja. Definitiv eine schlechte Idee war, Läufer B4 und sofort auf C3 zu nehmen und dann Dame B6 zu spielen. Also schon das Nehmen da. Nee, das war Quatsch. Und jetzt, okay, es kann man noch spielen, aber ich habe halt zwei Bauern mehr, ne? Ja, den lasse ich jetzt auch auf dem Brett, den Läufer. Ja, es ist halt immer nur so die kleine, aber feine Gefahr, was einzustellen. Wenn ich das gekonnt umschiffe, sollte hier alles im Lot sein. König F2, ich beeile mich ein bisschen mit der Entwicklung. Wegen A5, Läufer B5. Wenn ich den König nicht schnell wegbringe und die Türme verbinde, geht AB4. AB4 und der Turm hängt. Jetzt kann er nicht mal A5 spielen. Und Frage ist nur, ob und wie ich die Dame fangen kann. Bin ich mir nicht so sicher, ob ich das hinbekomme. Leider. Deswegen werde ich erstmal ganz normal spielen. Mich entwickeln. Und sagen, okay, das muss im Prinzip auch reichen, so eine Stellung. Ja, Springer F5 sieht ganz gut aus. Irgendwie so Punkt G7. Der Springer auf F6 etwas weich.
und das sind halt Sachen, die muss man dann verwandeln, ne? Aber so eine Leute, ja, wie soll ich sagen, die nerven immer weiter rum, ne? Also die versuchen es immer weiter. Wenn man Pech hat und wirklich einen groben Schnitzer sich erlaubt, dann kann man auch solche Stellungen noch verlieren. Naja, aber es wird von Zug zu Zug unwahrscheinlicher. Ich glaube, das ist nicht so, nicht so seine Partie gerade. Aber an der Stelle auch nochmal Werbung gemacht für mein System, Bertramisch. Also ihr seht es ja regelmäßig im Geschwätzblitz, eigentlich läuft das immer ziemlich gut. Und auch starke Spieler wie Time to Move tun sich da häufig schwer, was Vernünftiges gegen zu spielen. Und ja, da wollen wir, also ganz abgesehen davon, dass ich schon unzählige Partien, nur 2 Punkte, das ist geizig hier. Na gut, trotzdem danke. Dass ich unzählige Partien schon gewonnen habe durch sowas wie Springer C6, Springer B5, davon mal ganz abgesehen. Aber auch das, ja, ich glaube Läufer B4, das ist einfach nichts. Jetzt Rochade, das geht noch. Ich denke, dann ist Ausgleich ungefähr, vielleicht langfristig leichter Vorteil durchs Läuferpaar. Aber Dame B6 war schon schlecht. Und ich denke, er hätte hier Dame D8 spielen müssen, um mich da wieder rauszukicken. Nach Springer D7 ist sein Elend ja perfekt, weil jetzt kriegt er den Läufer nicht mehr raus, weil seine eigene Dame den nicht mehr angreifen kann. Und wahrscheinlich stehe ich nach E3 schon... Ja, auf Gewinn ist ein bisschen viel, aber extrem gut. Wahrscheinlich schon plus minus übereinander, vielleicht nebeneinander. Ich weiß es nicht genau, aber sehr schwere und nervige Stellung für Schwarz. Von daher... Sehr zufrieden. Genau, das heißt, also ich nenne es Bertramisch, nach meinem Trainer Carsten Bertram, der mir das System beigebracht hat, der sich das im Prinzip ausgedacht hat damals, weil er gesagt hat, die Kinder, und das ist eigentlich noch so ein Vorteil des Systems, ja, Kinder sollen nicht Theorie runterlernen, sondern Kinder sollen erstmal das Schachspielen lernen und gib ihnen einfach einen Plan. Und deswegen hat er gesagt, Kinder, ihr spielt D4, Springer C3, Läufer F4 und dann spielt ihr so mit F3, Dame D2, lange Rochade, G4, H4 oder auch im Zentrum. Und damit bekommt man immer spannende Stellung und man muss sehr genau abwägen zwischen Flügelangriff im Zentrum oder vielleicht auch hier mal zu spielen. Und das war es, was wir an Theorie gelernt haben, denn viel mehr gibt es nicht, ne? Also es war halt einfach nur ein Plan und statt Theorie zu büffeln, haben wir dann... hat er Taktiktraining oder sonst was gemacht und hat das System so in Norddeutschland ziemlich populär gemacht. So, genau, und gegen Jan Gustafsson bei der Deutschen, das ist schon ein bisschen her, in Bonn, hatte ich damit auch eine sehr akzeptable Stellung. Vor allem aber hatte ich einen gewaltigen Zeitvorteil gegen ihn. Hab's leider nicht umgemünzt, am Ende war er, oder ist er, zu stark für mich. Aber von der Öffnung her bin ich gut gegen ihn rausgekommen mit Weiß, Ausgleich, bei einem gewaltigen Zeitvorsprung. Da kann man nicht viel mehr erwarten. Und dann geht es gegen die 8. Ja, Cookie, so ist das. Erstmal Premium-Mitglied werden, bitte. Und dann, selbst dann muss ich leider sagen, machen wir hier immer... mit dem Zufall und gerade damit man sich nicht entscheiden muss, gegen wen spiele ich die nächste Runde. Und geben wir es mal zu, es wird immer, also man wird immer irgendwie nicht ganz neutral sein, sondern mal stärkere, mal schwächere Spieler bevorzugen, die in der Mitte vielleicht ein bisschen vergessen. Und damit uns das hier nicht passiert, nutzen wir einfach immer, der sollte da nicht hin, nutzen wir immer den Zufallsgenerator, der sollte natürlich nach C4. Da musste er jetzt auch erstmal grübeln, was der Unfug denn von mir sollte. Ja, musste nicht viel grübeln, war einfach Unfug, hat mich verzogen. Aber jetzt steht es so, wie es steht. Und naja, ich sollte noch nicht schlechter stehen, ne?
denke ich mal. Der muss sowieso nach C4. CD. Ich weiß es nicht so genau. Vielleicht auch schon mittelgroßer Unsinn, was ich hier gemacht habe. Und unser Schwarzrepertoire, ja, unser Schwarzrepertoire war skandinavisch gegen E4. Und Stonewall gegen D4. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Das habe ich ziemlich misshandelt hier. Der ist nämlich leider ziemlich stark. Springer W4, Dame B1, Läufer E4. Und das geht hier nach hinten los. Hilft nichts. Dann muss ich jetzt vielleicht ein bisschen schneller spielen oder so. Ja. Den Bauern habe ich weniger. Das muss ich leider zugeben. Sehr doof gelaufen. Ich hätte wahrscheinlich nach diesem C3, C4, das war nicht so schlau, hätte ich ein bisschen mehr drüber nachdenken müssen. Aber, naja. Droht natürlich Läufer F3, Dame H2, das kriege ich so gerade noch in den Griff. Ach du lieber Himmel, was ist denn hier los? Dame schlägt E5, na Halleluja. Komme ich vielleicht gerade noch so raus? Eher nicht. Eieieiei. Nicht gut, sage ich dazu mal. Wenn ich Glück habe, komme ich hier noch mit einem blauen Auge davon. Wenn ich Pech habe, kriege ich direkt und sofort so richtig drauf. Ja, Dame G5. Ja, das ist vorbei, ne? Kann ich nichts mehr machen. Ne. Und da sind sie weg. Minus 30. Und tschüss. Eieiei. Okay. War, ja. Das Problem war natürlich hier Dame C2. Spätestens der ist ziemlich grausam. Davor schon ein wichtiges Tempo verloren, aber Springer B4 ist stark. Wegen Dame B1, Läufer E4. Und jetzt Springer C2. Das geht halt leider gar nicht. Deswegen habe ich hier ein großes Problem. Was nach Dame D2 kommt, habt ihr gesehen. Springer A2, Bauern mitnehmen und dann Springer G4. Sehr stark. Also, ja, siebten C3. Ein grauenvoller Zug, der nicht beabsichtigt war. Und danach hätte ich ein bisschen mehr aufpassen müssen. Weiter geht's. Was haben wir? Die 6. Spectre. Was? Da sieht man, was passiert, wenn man zu faul ist, Theorie zu lernen. Aber ich spiele doch hier im Blitzen sowieso alles und nix. Auf geht's, Spectre. Aber ja, ich gebe es zu, auch das kann manchmal passieren, wenn man zu faul ist, Theorie zu lernen. Ist aber tatsächlich in der Praxis nicht so schlimm, weil ich bei den meisten Turnieren und auch bei Mannschaftskämpfen ausreichend Zeit habe, mich vorzubereiten, sodass meine Defizite, möchte ich sie mal nennen, in der Eröffnung nicht so sehr ins Gewicht fallen. Oh,
Ja, und das hier dieses Grand Prix-System, ne? Dame E1 und er macht da einfach sein Zeug. Ich mach mal B5, keine Ahnung, ist wahrscheinlich Theorie. Und er kennt das hier alles anscheinend. Er spielt das etwas flott runter. Ich gehe mal davon aus, dass er das kennt. Also kennen in dem Sinne, wenn es das überhaupt gibt. Ich habe einmal überflogen und dachte, B5 könnte funktionieren. Sieht zumindest so aus, als wäre es nicht ganz unlogisch. Ja, vielleicht liege ich auch falsch. Wer weiß. Aber ich dachte, C4 müsste jetzt recht stark mit Schach kommen. Und eine Figur gewinnen. Dame B4, Turm A4. Dame C7 wahrscheinlich gar nicht so lästig, wie ich erst dachte. Weil er auf Dame F4 auch mal Läufer G3 hat und mich da irgendwie wieder rausschmeißt. Ja, was haben wir jetzt? Ich hab da jetzt meine Figur mehr. Was hat er dafür? 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 2 Bauern. Sollte gut sein für mich. Ist es einfach? Nein, ist es noch nicht. Ich werde mir hier noch so ein. Mich gegen so einen Harakiri-Angriff wehren müssen, das sehe ich jetzt schon kommen, wo ich vielleicht was einstelle bei dem Versuch, das abzuwehren. Irgendwie habe ich das schon im Gefühl. Aber es hilft nichts. Da muss ich jetzt durch und ich werde mich auch nicht beschweren, weil eine Figur mehr ist eine Figur mehr. Dass es trotz mehr Figuren nicht immer einfach ist, das haben wir heute schon mal gesehen. Gegen Fidelev, der trotz Minusfigur sehr gut weitergespielt hat und vor allem wurde es da nicht einfacher. Stellt er was ein? Ich hoffe, nein. Gewinnt wahrscheinlich auch nichts. Aber zumindest hätte ich ganz gerne mal oder würde ich gerne mal so die Illusion aufrechterhalten, dass ich derjenige bin, der angreift. Beziehungsweise im ersten Schritt natürlich bitte mal die Illusion erzeugen. Aufrechterhalten kann man es dann später. Und jetzt, oh, der D4 hängt mir jetzt auch ein bisschen oft, ne? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, Springer C6. Was wäre mit dem einfachen C3 gewesen? Für ihn jetzt? Ja, natürlich die Frage, an welcher Stelle? Auf Springer B4? Ich weiß nicht, aber ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass Stellungsöffnungen eigentlich meist hier in meinem Sinne verlaufen sollten. Auch wenn das natürlich Unsinn sein kann. So. Irgendwie dachte ich könnte jetzt vielleicht Material gewinnen, aber wahrscheinlich habe ich ihm nur einen dritten Bauern für seine Figur geschenkt. Aber ich bin ziemlich überzeugt davon, dass die Stellung immer noch sehr gut ist für Schwarz. C3 muss er wahrscheinlich machen, dann gehe ich zurück. Und die Figur sollte hier immer noch deutlich besser sein als drei Bauern. Gerade weil der D3, E4, das sind dann so ja, etwas schwache Bauern. E5 hier noch angemerkt. Oh ja, E5 war auch nicht schlecht. Hätte ich vielleicht statt Turm D8 spielen können. Springer E2, so ganz weg ist es vielleicht noch nicht, aber ja.
Ich denke aber, dass es hier mit dem Druck auf D3, E4, auf alle seine Bauern, Dame B5, ist das leichter von der Stellung her als alles, was ich bisher hatte. Auch wenn er diesen einen Bauern jetzt erstmal gerade gewonnen hatte, ist sein Angriff nicht mehr wirklich vorhanden und ich kann meine Figuren, denke ich, sehr gut einsetzen jetzt. Läufer F4, Läufer H4. Geht nicht ganz, ne? Machen wir mal Läufer A6. So, ich muss noch ein bisschen mit der Zeit aufpassen, aber solange ich mehr habe als der Gegner, ist es schon mal gut. Nur, wenn die Zeit zu weit runter geht, ihr kennt es sicherlich, dann ist der Faktor Stellung immer weniger entscheidend und es geht immer mehr in Richtung, wer ist der bessere Blitzer-Bullet-Spieler. Und ja, das brauche ich natürlich nicht, ne? Weil ich eine gute Stellung habe, sollte ich auch die Stellung verwerten und dafür muss man dann halt einen kleinen Ticken schneller spielen, würde ich mal sagen. So. Irgendwas Tolles hatte ich mir gerade gedacht. Habe ich aber schon wieder vergessen, wie ich das machen wollte. Irgendwas mit Turm B4, aber dann ist ja mal der A-Bauer am Ende weg nach Dame B6 und den wollte ich eigentlich nicht geben. Hier muss ich natürlich darauf achten, dass ich da immer noch nicht sofort rausnehme. Oh, A4 geht auch nicht. Machen wir mal Dame B4. A4 kommt einfach Turm A4. Natürlich unangenehm. Turm B8 wäre gut. Ja, ich glaube aber Turm D8 ist auch gut. Also ich glaube, das ist schon in Ordnung. So, Läufer D3, Turm D3, Turm D3. Das sollte doch funktionieren. Grob überschlagen zumindest. Ja. Danke für die Partie, Spectre. Oh, und hier gleich ein Vorschlag, den ich gerne mit euch teilen möchte. Die Melanie, geschlossener Sizilianer, sollte ich mir mal angucken. Ja, gebe ich zu. Turm schlägt D3, ging doch statt Dame B4. Naja, also das Ding ist halt, dass ich dabei nicht so viel gewinne. Ne? Er hat halt noch Dame G1. Sicher, die Stellung ist auch gewonnen, aber hier habe ich gar nicht mehr die Ambitionen, die Damen zu tauschen. Weil sein König wird sehr, sehr schnell sehr viel schwächer sein als meiner, nämlich wenn ich den D3 und dann den E4 bekomme. Deswegen kann man dann hier auch die Damen drauf lassen. Das denke ich mal, bisschen einfacher noch. So, auf geht es in die letzte Runde. Und zwar gegen die 9, wo habe ich gerade abgezählt. Ich glaube von oben, jetzt von unten. 3, 6, 9. Dr. Paradoxon, Custom Challenge. Er hat wieder was aufgebaut. So, Doktor, zur Erklärung, muss ich anfangen? Ich fange an. Gönn mir einen Moment, ja, ich spiele gleich. Ich muss nur erstmal herausfinden, was das war und wie das war und warum das war. Was ist das? Aber ich sehe schon kommen, ich mache einen Zug und stelle alles wieder ein. Also, lieber Doktor, was hast du mir hier hingezaubert? Dame D6, wer sollte denn sowas spielen? Aber du erwartest jetzt wahrscheinlich von mir, dass ich relativ zügig antworte, ne? Springer B5 liegt in der Luft. Oh Mann. Gönn mir noch 10 bis 15 Sekunden, dann werde ich das hier spielen.
Also wenn ich nehme, dann kommt halt irgendein Springerzug und alles super lästig und weißt du, nimm den Bauern, komm, gönn dir den, nimm ihn hin. Was soll ich machen? Dame B4 bringt nicht so viel, ne? Läufer D2 oder irgendwas. Auf Springer B5, weil der ist immer noch ausreichend gedeckt. Interessanter wäre es, ob man noch zusammenkriegt, woher das kam hier, das System. Also er hatte, glaube ich, letztes Mal schon mal so eine Sachen angedeutet mit Springer C3, E3 im zweiten. Wahrscheinlich ist das aus sowas entstanden. E4 ist lästig. Das muss ich neidlos anerkennen. Beziehungsweise muss mich darüber ärgern. Weil es sehr lästig ist. Ich hätte erst nehmen sollen. Vielleicht ist sogar D4 gar nicht mal so dumm. Bevor ich da reinlaufe, dass er halt, dass er immer zu Springer B5 oder so kommt. Aber dann habe ich halt einen ganz klaren Minusbauern, ne? Auch nicht das Schönste. Und seine Theorie ist zu Ende, sagt er. Okay. Ist wahrscheinlich so entstanden. Springer C3, D5, E3, E5, Dame H5, Dame D6, fragt er. Ja, ich nehme auch an. Nur wer sollte das so spielen? H4 weiß ich nicht, ob das so gut war. Ja, ausreichend wahrscheinlich, aber. Ist das immer eine Qual, der Doktor, der setzt mir hier mal einen vor. Aber nur ein Bauer weniger. Noch kann das was werden hier. Auch wenn das schlechte Ausgangschancen sind, muss ich zugeben. Aber naja, naja. Im ersten Schritt werde ich dann mal mein. Ist das dein Ernst? Ich darf nicht rochieren. Doktor, du willst mich veräppeln, oder? Ach Gott. Okay, dann nicht. Dann nicht. Wenn du gleich rochierst, Doktor, also dann gibt's aber erhobenen Zeigefinger, ne? Wenn du noch rochieren kannst. Er hat ja zumindest das Feld E2 für den König. Ich glaube, er wollte rochieren und konnte nicht. Oh. Ins eigene Fleisch geschnitten, Doktor. Hä? Die Rochade hast du wahrscheinlich nicht absichtlich ausgestellt, nehme ich an. Du dachtest, ich mache Turm D8. Und wolltest rochieren, hast wahrscheinlich irgendwie den König zur Seite gezogen und jetzt hast du ein Problem. Eieieiei. Ach Gott. Läufer E3, dachte ich, wäre noch der interessanteste.
Jetzt mit mehr Figuren, mehr Figur ist natürlich schon mal ein schöner Anfang. Schlüpfe ich mal schnell zurück. Habt ihr es gesehen? Hat aufgegeben, ich konnte aber gleichzeitig noch ziehen. Ja, Doktor, ab in Chat mit dir, was war da los? Ich gehe stark davon aus, dass du bei der Custom Challenge, dass die Rochade nicht mehr möglich war, war keine Absicht und du deswegen, ja, okay, sag doch, war nicht beabsichtigt. War mein Glück an der Stelle, ich habe das Einzug vorher herausgefunden und habe deswegen erstmal Turm D8 gemacht, wollte König D7, König C8 folgen lassen und du hast wahrscheinlich deinen König einfach zur Seite gezogen und dann kam König F1 mit Figurenverlust. Von daher gerade nochmal Schwein gehabt aus dieser Anfangsstellung gegen den werten Dr. Paradoxon. Und ein lustiges Ende für die heutige Show. Hat mir Spaß gemacht mit euch. Ich bedanke mich für alle Partien, für die rege Teilnahme im Chat. Und verabschiede mich für heute Abend. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und dann natürlich eine wundervolle Woche. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr morgen zur Lernstunde um 20.15 Uhr wieder einschaltet. Macht's gut!